Willkommen zurück bei Zelda Part 55. Krass, ich habe gerade Witcher Part 106 gemacht und wow. Zelda habe ich ja richtig aufgeholt. Das haben wir jetzt ja. Ja, was soll ich sagen? Schon lange gespielt. So, jetzt muss ich nachdenken. Ich war hier in dem Wald. Genau, zum Stall der Orni muss ich, weil da jemand das Gewürz möchte. Das habe ich im letzten Part geholt bei den Goronen. Und deswegen gehen wir da jetzt einfach nochmal hin. Und liefern das Gewürz ab. Ja, das ist der Plan. Ich glaube, hier landen wir einfach und dann können wir nochmal neu abspringen. Genau, ich wollte hier lang gehen, weil da gibt es irgendwie so eine Brücke. Ja, da gegen die will ich nicht kämpfen. Zumindest jetzt gerade nicht. Oh, sieht irgendwie aus wie so ein Tannenwald in Minecraft, keine Ahnung. Egal, erfüllt seine Zwecke. Nein, ich will nicht gegen einen Wolf kämpfen. Auch nicht gegen eine Fledermaus. Gar kein Bock. Und tschüss. Okay, hier ist auch. Wow. Dann klettern wir doch mal den Baum hoch. Yay. Wollte gerade sagen, kann man dann irgendwas machen? Auf jeden Fall greift. Ich wollte gerade sagen, es greift mich nichts an. Aber irgendwie schon. So, und dann mal gucken, was ich jetzt kriege, wenn ich das Gewürz zurückkriege. Ich habe mich übrigens auch informiert, wie ich den Donner-Titan schaffen würde, aber das wollte ich jetzt noch nicht machen. Mache ich dann irgendwann mal. Curryreis! Du bist ja ganz schön spät auf. Was denn? Gewürz gefunden? Oh. Echtes Goronengewürz. Ich verkauf's nochmal. Okay, jetzt überlege ich, ob ich hier noch irgendwas mache. Wildbeeren pflücken, okay. Ich könnte einfach mal schlafen, um meine Herzen aufzuladen. Aber das kostet wahrscheinlich Geld, oder? Ja. Okay, einmal bis morgen schlafen. Dann habe ich nämlich volle Herzen wieder. Das ist es mir wert. Kunde. Ah, okay. Was gibt es hier zu pflücken? So, dann wäre ich jetzt auf dem Weg weiter zum Titan. Ach so. Muss das erstmal im Tagebuch wieder auswählen. Okay, in die Richtung ist der. Das heißt, ich muss vom Stall hier lang.
Ah ja, genau. Und da sind ja dann auch diese Hängebrücken. Topfdeckel brauche ich nicht. Schildtasche ist eh schon voll. Dorf der Orni. Boah, da bin ich aber jetzt gespannt, weil das kenne ich echt noch gar nicht, was jetzt passiert. Ach, das sind die Orni. Gut, ich gucke mir das Dorf an. Oh, es ist ein Schrein in der Nähe. Meinen die den da oben? Oh nein, ich bin im Dorfteil. Ja, den werde ich auf jeden Fall machen da oben. Dann habe ich hier ein Schnellreiseding. Da ist hier unten einer. Ne, glaube ich eher nicht. So, ich mache erst den Schrein da. So, den Pilz nehme ich mit. Soll hier schon wieder ein Schrein sein? Ja, ich habe hier oben irgendwo einen Schrein gesehen. Vorhin. Weiß nur nicht ganz wo. Pilz. Oh. Das ist wahrscheinlich dieser Titan. Sherlock Holmes habe ich echt Bock. Aber sowas wie Professor Layton weiß ich nicht, ob man das streamen sollte. Sorry, ich springe schon wieder mit meinen Gedanken. Ein Reisender. Wo sind wir hier? Okay, das Dorf der Orni. Verrostete helle Bade. Aber meine Waffentasche ist voll. Och, diese Menüführung ist zum Kotzen. So. Holzfäller-Axt werfe ich weg. Verrostete helle Bade nehme ich mit. Da ist ein Haus zum Übernachten. Ich glaube, man muss da irgendwie hoch. Aber ich glaube, ich nehme einfach da die Treppe nach oben. Bin ich auf so einer höheren Ebene? Okay, da kann man beten. Ich brauche noch 4 Zeichen. Ach. Oh. Guten Morgen. Vamedo. Es ist Titan. Okay, er hat keinen Bock mehr im Laden auszuhelfen. Wahrscheinlich muss ich ihm helfen, keine Ahnung. Nee, aber er hatte auch nicht so ein Ausrufezeichen. Okay, da ist ein bisschen in Gedanken versunken. Keine Ahnung, wo jetzt der Schrein ist. P.
Puh. Monster im Himmel unterhalten. Oh. War mal auf der Seite. Hi. Warum ist hier so ein Punkt? Egal. Laden. Ich glaube, ich brauche eher den Klamottenladen. Ah, diesen Kälteschutz. Ist natürlich geil. Okay, dieses Ding könnte auch funktionieren. Eine Kälteschutzkleidung. Wäre schon geil. Oh, ein Babyvogel. Was los? Alle sind traurig und er kann nicht helfen. Ah ja, okay. Okay, da kann man was kochen. Okay, die wollen jetzt nicht singen üben. Ich brauche wahrscheinlich Geld, weil wenn der Kälteschutz nicht ausreicht. Jetzt erzählt sie mir eine Geschichte, eine Geschichte. Es war einmal, da saß mein Opa unter einem großen Baum. Ich kann Bock zu lesen. Und das war sie. Der große Baum da. Schreine, der einsame Baum. Okay, dann werde ich da hingehen. Hier ist noch irgendein Laden. Ach immer, die reden alle über das Monster. Es ist so unwichtig, was die alle sagen. Okay, der ist schlecht drauf. Bist du ein Reisender? Ja. Dann bitte, hey, wie dumm, bitte kümmere dich nicht weiter um mich. Okay, das ist der Obertyp. Soll ich einfach mal hier hochklettern? Ich will ja zu dem Schrein. Ich habe das Gefühl, der ist da ganz oben. Ich weiß es nicht. Dieser Schreinradar ist nicht mehr an. Aber ich könnte auch einfach mit dem Anführer sprechen, ne? Ich glaube nicht, dass der Schrein hier ist. Ich meine, den habe ich hier irgendwo. Habe ich den Schrein gehört? Komm, ist jetzt egal. Wir reden jetzt einfach mit diesem
Vogeltypen. So, so lange dauert das ja nicht mehr. Hier ist er und mal gucken. Oh, ein Gast. Ho! Ja, ich habe einen Schickhafstein. Der ist Kanili. Ja, genau. Oh. Drecke. In Ordnung. Ja, ich soll den erledigen. Okay, ich muss mit so einem Typen sprechen. Windtitan. Okay. Soll ich mit ihm reden? Erzähl, in Ordnung. Im Flugplatz ist das. Eigentlich kann man von dem Platz direkt dahin fliegen. Okay, jetzt kommt einmal hier eine Geschichte. Ich bin der unangefochten beste Bogenschütze unseres Volkes. Und somit ist es ja wohl ganz offensichtlich, dass ich, Revali, der Schlüssel im Kampf gegen die Verheerung Ganon bin. Aber stattdessen haben sie mir aufgetragen, dich zu beschützen. Und das einzig und allein, weil du dieses alte Schwert mit dir herumträgst. Das ist der Gipfel der Dummheit. Oh je, habe ich deine Gefühle verletzt? Dann lass uns die Sache in einem Kampf austragen. Nur wo? Ich hab's! Da oben! Moment, ich vergaß! Ohne meine Hilfe schaffst du es ja nicht mal bis zu den Titanen hoch! Was ist denn los? Alles in Ordnung? Ja, ich hatte Erinnerungen. So, neuer Zielpunkt. Wo ist denn jetzt dieser Schrein? Ja, die haben alle Angst vor diesem Typen. So, ich suche den Schrein. Okay, da drüben ist es wirklich arschkalt. Ach, da ist der Schrein. So, dann werde ich jetzt als nächstes den Schrein machen. Und danach werde ich mir was gegen die Kälte kaufen.
Vielleicht kriege ich da drin Geld oder sowas. Es wäre gut, weil ich brauche 600 für die Rüstung, die ich kaufen möchte. Glaube ich, wieder so eine Windprüfung. Okay. Kann man auch nicht erfassen. Also. Da wird Wind nach da gemacht. Okay, kann man die mit Stasis erfassen? Ach so, man muss die anhalten. Okay, jetzt muss ich wieder warten, bis ich Stasis wieder benutzen kann. Vielleicht muss man die anhalten. Ich probiere es nur aus. Muss man mit Bomben irgendwas machen? Okay. Man kann mit Bomben den Wind drehen. Jetzt muss man rausfinden, ob das... das gut ist, wenn... in welche Richtung die drehen sollen. Soll ich einfach mal gucken, dass ich alle drehe? Ja, nicht so, aber... Oh, das... Hey, wollen die mich verarschen? So, einmal ablegen bitte. Das muss noch gedreht werden. Damit sich die alle drehen. Die drehen sich alle. Da ist keiner. Ich würde sagen, die müssen alle nach innen drehen.
dann kann nämlich der... Ich mache jetzt einfach alle Äußeren. So, dann kann der noch gedreht werden. Dann drehen die alle. Der hier muss noch gedreht werden. Ja, ich glaube, das war's. Jetzt haben sich alle gedreht. Geil. Oh yeah! Das war mein erster Versuch. Warum gibt es hier keine Truhen oder sowas? Na, egal. War ja jetzt auch nicht so schwer. Außer erstmal rausfinden, wie man das drehen muss, aber dann. Perfekt. Okay, 450 Euro. Diamanten, Geld, keine Ahnung. Ja, einmal speichern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also kann sein, dass demnächst keine Videos kommen, weil ich nichts vorproduziert habe, aber dann kommen zwei, drei Tage später, kommen dann wieder welche. Bis dann, ciao.